Hallo! Ahoi! Und herzlich willkommen zur dritten Folge von Malquatschen. Sie ist dritte Folge. Ja. Und heute weiß ich noch nicht, was ich malen will. Das ist die letzten Male auch immer nur spontan entstanden. Ja, ich glaube, das ist auch am besten, wenn das so spontan. Ja, alles ganz spontan, ganz ungezwungen. Ja. Auch wenn der Captain natürlich eine Anregung gegeben hat, der wir aber nicht Folge leisten müssen. Ja, aber das musst du jetzt erläutern, weil ja. Du kannst ja nicht über einen Captain reden auf Captain Gems Kanal und dann nicht erklären, das muss ja total verwirrend sein. Ganz verwirrend. Ich bin Pirat, der ist auch Pirat geworden und ich war schon immer Pirat. Ja, genau. Wir segeln zusammen. Ich habe eine Flagge und du nicht. Wirklich. Ja, und? Ich habe ein ganzes Piraten-Outfit schon länger als du. Jetzt unterbrich mich nicht, während ich erzähle, ja? Also, wir sind Teil einer Crew, die noch einen neuen Namen sucht. Und da haben wir unseren Captain, den lieben Dave. Hallo, Dave! Hallo, Dave! Schnipp nicht. Was? Nein. Hast du laut gesagt? Ist okay. Ja, und wir fahren demnächst mit Dave wieder weg zum Piratenspielen. Und Dave hat gesagt, hey, wie wär's, wenn ihr unsere Flagge mal schön macht? Weil dann können wir die auch mal für irgendwas benutzen. Außer nur als WhatsApp-Gruppenbild. Ich glaube, das ist so die Stelle, wo man vielleicht auch das Wort Live-Action-Rollenspiel mal einwerfen sollte. Damit das nicht zu verwirrend... Also das klang gerade so nach, wir gehen ein Piratenspiel, als wenn wir uns so zu dritt dann einfach so in so einen Sandkasten setzen. Hä, das wäre auch hilarious. Ich würde das auch machen. Und mit so einer kleinen Schippe. Dave, wenn du Bock hast. Ja, finde ich cool. Ich liebe das immer, wenn ich Leuten erzähle, dass ich Live-Rollenspiel mache. Also ich sage immer so, ich mache LARP. Mhm. Dann gucken immer alle ganz verwirrt. Dann sage ich, ja, Live-Rollenspiel. Und sobald die Leute Rollenspiel hören, denken die immer sofort an was richtig Kinkyes. Und der Blick ist immer so richtig so angewidert, schuck. Und ich so, nein, das ist nichts Sexuelles. Also, nichts zwangsläufig Sexuelles. Moment mal. Ja, komm, also viele Leute, die da unterwegs sind, die haben schon Interessen. Ja, hat die nicht jeder. Also ich glaube, LARP nochmal auf einem anderen Level. Ja, LARP, Live Action Roleplay. Das mache ich jetzt seit 2018. Bin ich natürlich schon ein alter Hase in dem Hobby. Und du jetzt seit letztem Jahr. Ja. Und dann fahren wir auf Veranstaltungen, verkleiden uns als unsere ausgedachten Piratenfiguren. Also das ist auch kein Cosplay oder sowas. Wir rennen dann nicht als Jack Sparrow oder sowas rum. Ja, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. LARPer hassen es, mit Cosplayern verglichen zu werden. Ja, und Cosplayer denken immer, wir wären Freunde mit denen. Ja. Ganz schwierig. Da gibt es witzige Memes zu. Sehr viele Memes. Ja, und dann verkleiden wir uns als unsere Figuren, rennen durch die Gegend. Ich trinke dann Alkohol, er tut so, als würde er Alkohol trinken. Ich vertrage halt keinen Alkohol. Ich weiß. Was soll ich denn machen? Weiß ich nicht. Das ist schon, du musst das irgendwie trotzdem in dein Spiel einpflegen. Die Leute halten dich sonst nicht mehr für einen Piraten, wenn du nochmal erzählst, dass du keinen Schnaps trinkst. Ja, das ist auch schwierig, oder? Das sollte normalisiert werden, dass Piraten nicht alle... Also bitte, come on. Ja. Yeah. Das finde ich nicht fair einfach. Ja. Du musst auch keinen Alkohol trinken. Ich wollte eigentlich Dave malen, aber ich habe gerade keine Ahnung, was ich wie gerade, also... Dave fand doch das Bild so schön, das du von mir gemalt hast in der letzten Kapolge. Ah, ich finde, er verdient auch ein ähnlich schönes Porträt, aber wahrscheinlich, weil du in Dave verliebt bist und in mich nicht, ganz offensichtlich, okay. Würde das wahrscheinlich viel hübscher enden und meine Würde noch mehr zerkratzen. Na gut, dann male ich jetzt auf besondere ästhetische Art und Weise unseren Captain Dave. Oh ja. Okay. Du musst alle seine Charakteristiken einfangen. Ja. Die Kommunistenflagge muss auch irgendwo mit rein. Alles klar, das kriegen wir hin. Dave, falls wir zu viel von dir preisgeben und dir das ganz unangenehm ist, dann schreib bitte in die Kommentare, damit die Leute auch ein Profil dazu haben. Nein, stimmt, genau. TikTok hat er ja nicht. Er hat kein TikTok, stimmt. Dave ist ein so alter... So ein alter Sack, dass er einfach Instagram-Reels guckt.
die uns dann schickt, die er lustig findet und wir darüber nicht lachen können, weil wir die halt schon 3 Monate vorher auf TikTok gesehen haben. Ja, und ja. Ist schwierig. Irgendwie hat das bisher was von einem Fuß. Von einem Fuß? Ja, also so ein richtig, richtig dicker, angeschwollener, so Peter Griffins Fuß würde so aussehen. Mm, ja. So da unten die Zehen. Nee, aber ja. Ich sehe, woher es kommt, aber ich sehe nicht, woher es kommt. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich möchte halt mit diesem Bild einfangen, dass unser Captain unser Captain Dave einfach praktisch. Also ich möchte seine Charakteristika einfangen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich möchte einfangen, wie er einfach sich freut, mit uns, mit seiner Crew unterwegs zu sein und sich dann einfach nie zu wieder verpissen. Blicken lässt. Ja. Ich würde gerne, vielleicht bastel ich das noch vor Con, eine Captainsleine. Dann kriegt der so ein Geschirr und so eine Leine. Ja. Und dann binden wir den immer irgendwo an. Das finde ich sehr gut. Zumindest, wenn er besoffen ist. Also immer. Also im nüchternen Zustand weiß ich nicht, ob der das mitmachen würde. Mhm. In time. Aber wir können es versuchen. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Ja, ich finde, das ist jetzt schon perfekt. Das ist jetzt schon perfekt? Ja. Schon sehr gut getroffen. Finde ich auch, finde ich auch. Das Rendering wird lustig. Das wird der Hammer. Auch wenn wir Dave erst... Wann haben wir den das letzte Mal gesehen? Vorgestern? Ja. Ich vergesse immer, wie der aussieht, weil ich so ein festes Bild von Dave in meinem Kopf einfach abgespeichert habe. Ja. So, ich habe mir den einmal von oben bis unten genau angeguckt, das abgespeichert und es wird einfach nicht mehr erneuert. Verstehe. Trägt der immer noch diesen gezwirbelten Schnurrbart? So ein richtig gezwirbelt mit Bartwichse? Das Problem ist folgendes. Was ich bei Dave habe, ist folgendes. Gerade wenn ich den jetzt so als Piraten malen muss, habe ich dieses Bild vor Augen, was er immer, dieses Bild von in seiner Piratenklamotte, das er immer zeigt. Mhm. Und da hat er halt auch diese lockigen Haare auf diesem Foto. Ja. Und jetzt habe ich, ich weiß nicht warum, aber es ist dann halt einfach immer dieses... Man kriegt dieses Bild dann nicht mehr raus. Also eigentlich hast du jetzt schon alles falsch gemacht, wenn du ihn in seiner Piratenklamotte machen möchtest. Mhm. Weil dazu gehört ja der Hut. Ja. Und sein Hut ist ja abnormal groß. Ja. Der passt schon gar nicht mehr da drauf. Daran hab ich tatsächlich gedacht. Echt? Ja. Und es soll ja halt eher so ein witziges Bild werden, dachte ich mir. Ah, also machst du den Hut ganz klein. Ja, ganz genau. Genau. You know? Du weißt schon, Männer mit großen Hüten. Ja, Männer mit großen Hüten. Das war aus Prince of Persia, ne? Ja. Die Männer mit großen Schwertern. Du weißt, was man über Männer mit großen Schwertern sagt? Ich möchte gern, dass wir so Alfred Molina-Figuren machen. Das wäre cool. Bisher muss ich sagen, hat er ein bisschen was von so 7-Zwerge-mäßiges. Ja. Also ich bin gespannt, wie du da jetzt noch Dave rausarbeitest. Gar nicht. Es wird halt praktisch ein Bild. Du wolltest doch ein Bild wie du haben. Was, ja. Warst du das auf dem Bild? Nein, warst du nicht. Nein, war ja. Ich auch nicht. Und das ist... Das war irgendeine komische Lehrerin und alle sind sich einig, ja. Dass die Frau Klein heißt. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Also... Sie erinnert mich halt an meine Augenärztin, Frau Klein. Mhm. Und von 2 Leuten, die ich kenne, hießen, die haben mich angeschrieben mit, oh, die sieht aus wie meine Lehrerin, Frau Klein. Ich weiß ja nicht, ob dir das bewusst ist. Mir ist dabei sofort in den Sinn gekommen, dass ich dem Schicksal knapp entgangen bin, eine Lehrerin zu werden, die Frau Klein heißt. Jo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, das musst du aber auch erklären, oder nicht? Oder willst du das lieber nicht erklären? Mein Ex-Freund heißt Klein mit Nachnamen. Ja, stimmt.
Ja, und er wollte unbedingt, dass ich seinen Namen annehme, wenn wir dann irgendwann mal heiraten. Und das war zu einer Zeit, wo ich noch aktiv geplant habe, wirklich echt für den Rest meines Lebens Lehrerin zu werden. Ja, so sehr, dass du am Anfang unserer Beziehung noch gesagt hast, dass ich unbedingt Lehrer werden muss. Ja, weil Lehrer heiraten Lehrer. Ja, Das genau. stimmt. Das habe ich aber auch nur gesagt, weil du schon gesagt hast, dass du Lehrer wirst. Ja. Ich hätte nicht, denk nicht, ich pressure den da rein. Nein, ich werde nicht gepressured. Nein, hier gibt es kein Pressure. Under pressure. Wir machen nur faule Dinge. Ja. Ohne Druck. Ich will eigentlich seinen Krug malen die ganze Zeit. So. Aber ich habe gerade keine Ahnung, so wie ich den da reinbekommen soll. Weil es halt echt ein fetter Krug ist. Das ist ein richtig fetter Krug. Das ist schon accurate irgendwie. Das ist ein Krug. Ja. Das ist ein Krug. Ich meine, wie hieß der? Der Der Zerstörer? Zerstörer hieß Der der Krug, ja. Zerstörer. Ja. Auch gut. Guter Krugname. Sehr guter Krugname. Nicht so gut wie blau wie der Krug, aber schon okay. Das ist mein Blau. Krug. Also, Gwen hat einen krassen, krassen Krug. Ja, der ist einfach super schön. Ja. Kommt halt keiner ran. Und Dave hat so einen richtig massiven Messingkrug. Ja. Also der ist, der haut alles kaputt. Ich habe auch schon viele Krüge in der Schlacht fallen sehen, die gegen den Zerstörer nicht ankommen konnten beim Anstoßen. Und alle waren so: Oh mein Gott, bitte stoß niemals mit Blau wie der Krug gegen den Zerstörer an. Und Blau wie der Krug überlebt einfach alles. Das ist unglaublich. Das habe ich jetzt auch schon 5 Jahre. Und er überlebt alles. Muss erstmal warten, bis ich mit meinem Krug ankomme. Wenn du den erstmal heben kannst. Dafür musst du aber noch ein bisschen pumpen. Finde es halt unfair. Die haben nicht erwähnt, ich habe mir halt einen Krug gekauft, der ist halt aus massivem Bronze. Bronze. Und als wir den gekauft haben bei eBay war es, ne? Stand in der Beschreibung, dass der halt, wie viel wiegt? 1,5 Kilo. 1,5 Kilo. Waren wir schon so, okay, das ist schon ein schwerer Für Krug, einen Krug aber ist es schon gut, ja. kann man mit Sicherheit noch irgendwie heben. Ja. Also ich kann ihn nicht heben. So viel sei gesagt. Der Typ in der Anzeige hat aber auch gelogen, der wiegt nämlich 2,5 Kilo. Also, es liegt nicht an dir. Ja. Das wären, wenn man mal so rechnet wie die Amis, dann wären das 5 Pfund. Das ist schon brutal. Das sollte ich vorher machen. Aber egal. So, jetzt machen wir den Trick 72. Wir machen da Farbe drunter. Das habe ich ja bei dir auch letztes Mal gemacht. Ja, genau. Und der Sinn davon ist eigentlich, dass man sagt, wir locken danach die Ebene, dann kann ich nicht mehr drüber malen. Ja. Aber diesen Effekt, den mache ich mir irgendwie nicht zunutze. Aber ich probiere es diesmal, deswegen eigentlich sollte ich das so machen, warte. Wie würdest du diesen Farbton da bezeichnen gerade? Geht es jetzt wieder um Rot und Orange? Ja. Der ist orange. Irgendeine spezielle Orange-Richtung? Eine spezielle Orange-Richtung? Was willst du jetzt von mir hören? Magenta-Orange? What? Magenta ist rosa. Ja, keine Ahnung. Genau. Lachsfarben, mein Ach, meine ich Freund. doch. Lachs. Habe ich doch gesagt. Meine Güte, du hörst mal nicht richtig zu. Das liegt halt nur daran, dass du Fisch so sehr liebst und einfach nicht dran Ja, ich gedacht hast. liebe Fisch. Ja. Ich liebe Fisch nicht. Wir sind die schlechtesten Piraten der Welt. Also, wir könnten niemals, niemals, Niemals. niemals Niemals. in Real Life Piraten werden. Ja. Wir werden wahrscheinlich beide instant seekrank und wir hassen Fisch. Nee, Fisch geht gar nicht. Also wer Fisch mag, Red Flag. Boah, das war auch das ekligste einmal auf Con. Da hat einfach einer getrockneten Fisch so in so, wie so Beef Jerky, nur halt Fisch mitgebracht. Ja. Und bei uns im Lager
auf dem Tisch ausgebreitet und alle haben den ganzen Tag nur diesen getrockneten Fisch geknuspert. Und dann hat es angefangen zu regnen, der ist so ein bisschen durchgeweicht und du hast ihn überall gerochen. Uff. Das war so ekelhaft. Looking at you, Roman. Das klingt nicht geil. Also ich glaube, er hatte den mitgebracht. Ja gut. Aber oder er hat ihn gefressen wie so ein Tier. Roman isst ja auch alles mit Senf. Und Menschen, die sämtliche Dinge mit Senf essen, sind mir sowieso... Suspekt. Sehr suspekt, ja. So, jetzt können wir nämlich hier locken. Das heißt, ich komme hier nicht mehr drüber. Wissen? Oh. Mhm. Geil, ne? Crazy. Ist geil. Ist Hammer. Ist krass. So. Cool. Mhm. Ein bisschen was von Al Yankovic. Weird Al Yankovic. Ja. Ja. Das sehe ich. Oder von, wie hieß der? Oliver Tree, der hat jetzt auch eine neue Frisur, hast du gesehen? Oh, Oliver Tree, wer war das nochmal? Ich kenne den Namen. Don't remind me. Ach ja, der, stimmt. Der mit den richtig weirden, langen, schwarzen, glatten Haaren. Ja. Der hat jetzt einen Bob, aber immer noch mit diesem Pony. Oh Gott. Und ich weiß ja nicht, du hast die Unglaublichen gesehen. Ich habe die Unglaublichen gesehen, ja. Die ganz kleine, Edna. Mhm. Die hat die gleiche Frisur. Oh mein Oder Gott. Oder aus der Lorax. Die Tante da, ne? Ja. Oder aus der Lorax, dieser Bösewicht, der O'Hare. Genau so sieht der jetzt aus. Oh mein Gott, das ist sick. Also, das ist richtig. Muss man sich auch trauen, oder? So eine Frisur zu... Oh mein Gott. Ja, aber so generiert man halt, dass die Leute über dich reden. Das finde ich geil. Also er hat schon raus, wie man weird ist. Das ist halt next level. Ja. Das ist halt super, super schräg. Geil. Finde ich gut. Anfänger be like, fertig. Ja, also mit Airbrush bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig so. Aber gerade wenn man so schnell irgendwie was shaden will, oder so eine Base haben will, ist es ganz gut. Was immer gut ist, ist auch hier so ein bisschen Blautöne reinzumachen. Ja. Besonders wenn sein Hut oben von der Stirn noch reflektiert. Jetzt geht's aber los hier. Komm, jetzt nicht mit Design Theory und sowas. Also mit diesem Anfänger-Be-Like meine ich jetzt auch nicht, dass das bad ist. Doch. Oder dass ich es besser könnte in irgendeiner Hinsicht. Ich schaue mir alle deine Videos an. Ich helfe dir teilweise bei den ganzen Sachen. Mhm. Und dann habe ich einmal so versucht, das selber anzuwenden. Also ich gucke dir ja seit Ewigkeiten schon dabei zu, wie du so Haut und Formen sculpst. Ja. Und ich sitze daneben und so, ja, ich weiß jetzt genau, wie das funktioniert, was man machen muss. Mhm. Und dann habe ich es einmal selbst versucht und es hat gar nicht funktioniert. Und es sah am Ende wieder alles richtig flat und porzellanmäßig aus. Also ich war richtig wasted. Ich saß da aber so, ich habe doch nichts gelernt. Ich habe nichts davon mitgenommen. So eine Scheiße. Oh mein Baby. Ja, und dann habe ich das Künstlerdasein wieder verworfen. Direkt an den Nagel gegangen. Ja, ich war so, vielleicht mache ich nur noch abstrakte Sachen. Oh nein. Ich bin dann zu Line Art Kunst übergegangen. Oh nein, nicht noch einen, den ich an Line Art verloren habe. Nein, nein, nicht Line Art, sondern wirklich basically nur, wo du halt so alle Linien, die du zeichnen würdest, quasi so aus einem Strich malst. Ah, okay. Mhm. Also schon sehr künstlerisch. Ja. Und sehr viel einfacher. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Also ich muss sagen, wenn man das erstmal raus hat so mit dem Rendern und wie man Formen gestaltet, wie jetzt zum Beispiel hier an der Stelle,
dass ich hier zum Beispiel sage, oh, hier ist eine interessante Form, ich möchte jetzt hier so eine Wange drin haben. Das macht super fun. Also es ist super funny, es ist insane, es ist so witzig, dass du einfach so, wie du schon gesagt hast, sculptest im Prinzip. Ja. Zu meiner Verteidigung muss ich aber auch sagen, ich habe ja jetzt, mein Grafiktablett ist A, winzig klein und uralt. Das heißt, das benutze ich schon gar nicht mehr. Und ich habe es auf dem Tablet versucht. A, mit einem anderen Programm, das war total scheiße. Und B, muss ich halt jedes Mal, wenn ich eine Farbe picken will, aktiv zu diesem Color-Picker rüber. Ja. Und ich habe auch echt alles versucht, um das umzustellen. Dass wenn ich auf den Knopf an diesem Scheißstift drücke, dass ich damit eine Farbe picken kann. Mhm. Keine Chance. Wie, nochmal genau, was ist dein Problem? Du musst mit deinem... Stell dir mal vor, du würdest jedes Mal, wenn du eine Farbe pickst, ja, da auf den Color Picker drücken. Ach so. Ja, das kann ich dir auch einstellen. Hä, nicht an meinem Tablet. Wie? An dem Tablet, nicht Grafik-Tablet. Ach so, ja. Das Tablet, ach natürlich. Ja gut. Also beim Tablet hast du nicht die Möglichkeit, einen Shortcut auf den Stift zu legen. Es ist ja auch kein... Ist es denn überhaupt ein Zeichenprogramm? Ja, ich glaube schon. Ich benutze halt Krita. Ich kenne mich halt leider nur mit Photoshop aus. Ich habe gar keine Ahnung, wie Krita funktioniert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch... Das funktioniert ziemlich gleich. Ja. Aber ich kriege halt einfach in den Einstellungen diesen fucking Color Picker nicht auf den Stiftknopf gelegt. Ja. Ja gut. Das heißt, es ist alles sehr viel umständlicher, das alles händisch zu machen. Da habe ich schon keinen Bock drauf. Nee, das wäre also, das so würde ich auch nicht arbeiten können. Wenn ich jetzt für jedes Mal Farbe picken zum Farbpicker rübergehen müsste. Ja, eben. Uff. Big Uff. Richtig nervig. Ja. Ich habe halt immer noch das Problem, dass meine Bilder zu dunkel sind. Und zu rot. Zu dunkel und zu rot. Deswegen muss ich eigentlich immer so, nachdem ich so leicht geshadet habe, so einmal dick drüber mit so einem hellen Ton, ja. Einfach damit ich mich selbst daran erinnere, ich muss noch hier ein bisschen aufpassen mit Farbe. Ich finde das halt süß, wie du allen Figuren immer so richtig krasse Hautfarbe geben möchtest. Ja. Und die sind am Ende meistens dunkler als du. Ja, und? Und du bist schon so relativ dunkel. Aha. Zumindest hier für so einen basic deutschen Bubi. Klingt, als würdest du, solltest du jetzt aufpassen, was du als nächstes sagst. Würde ich nochmal... Ja. Ja. Da wäre ich jetzt vorsichtig. Ich meine, du sagst von dir selber, du bist Deutscher. Nein, dann hast du mich komplett falsch... Das sagst du mir immer. Das habe ich nie, sowas sage ich nie, Schatz. Ich habe eine ganz, ganz eindeutige Haltung zu Nationalitäten. Im Allgemeinen. Die ich immer wiederhole. Deine Staatsangehörigkeit. Ja, ich sehe mich aber nicht als Deutscher. So. Da, ja. Siehst du dich als Deutscher? Nein, um Himmels Willen. Eben. Wir sehen uns doch eher als... Mensch. Ja, wenn überhaupt. So, I exist. Mehr könnt ihr nicht verlangen. So, und dieses Piratendasein ist für mich halt auch mehr als nur so, wir spielen mal Piraten. Sondern es ist halt auch so ein Ausdruck von Freiheit, den wir beide haben, oder nicht? Ja. Ja. Deswegen, also wenn es so darum geht, bist du Deutscher oder so, dann ja, natürlich, ich will ja jetzt nicht 3 Stunden darüber reden, was meine Lebensphilosophie ist. Ja, darum geht's mir gerade. Aber hier haben wir ja Zeit, über Lebensphilosophien zu reden. Oh. Ja. Und Nationalitäten sind halt nicht so... sind nicht so meins. Verstehe ich auch nicht. Irgendwer hat mal eine Linie auf dem Boden gemalt, war so, das hier ist meins. Und jetzt müssen wir stolz sein, dass wir auf dieser Seite der Linie geboren sind. Nein.
Nee, schätze nicht. Fühle ich gar nicht. Uns nimmt es Form an. Ja. Auf eine Art und Weise. Ich krieg sehr Irish Vibes. Ich krieg auch, also von Er sieht Anfang an schon. aus wie ein irischer Kobold. Ja, ohne Witz. Aber richtig hart. Ich wünschte, wir könnten Dave einfach so die Beine abhacken bis zum Knie, Und damit dann er auch die richtige Größe kriegt. von dem Irish. Ja, damit wir ihm zumindest mal in die Augen schauen können. Guckt auch einfach viel zu glücklich. Findest du? Soll ich ihn unglücklicher gucken lassen? Weiß ich nicht, vielleicht nicht unglücklicher, aber so der Captain ist schon mehr so ein wie sage ich das jetzt nett? Der Captain ist eine Figur, die würde man gemeinhin eher als Arschloch bezeichnen, glaube ich. Waren deine Worte jetzt, nicht meine. Ne, wollte ich noch mal. Ich wollte nur kurz anmerken, dafür kann er mir IT nicht auf die Fresse hauen. IT Oh. sehe ich das ja auch ganz anders. Ja, willst du vielleicht kurz erklären, was IT und OT ist? Sehr gut. IT bedeutet in time, also wenn man in der Rolle ist. Und OT ist Outtime, also außerhalb der Rolle. Jetzt gerade sitzen wir hier als Jem und Gwen. Das Als ist Captain Jem und OT. Gwen. Eben, deswegen funktioniert das Ganze ja auch mit ich möchte, also, was heißt ich möchte? Ich möchte gar nichts. Willst in Ruhe gelassen werden. Was ich sagen wollte, ist halt, dass ich dass meine Figur beim Lappen Rahim heißt und deine Figur heißt Lucia. Lucia. Und da sind wir halt nicht wir selbst, sondern wir sind dann halt unsere Figuren und dann haben wir dementsprechend auch ganz andere Rollen. Und das ist ziemlich funny. Ja. Auch wenn meine Rolle mir selbst sehr ähnlich ist, Welcher ist ein Zufall. so als zeichnender Perser. Ist auch ein bisschen Cultural Ist Appropriation. ein Cultural, ist krasse Cultural Appropriation, wenn wir mal ehrlich wären, aber. Gott sei Dank bist du noch niemandem über den Weg gelaufen, der dich dafür fertig macht. Eben. Solange ich kein Voodoo-Ding mache, ist es den Leuten Gut, dass sowas keiner macht. nicht. Ja. Ja. Meine Figur war ganz am Anfang, als ich die gerade so zum ersten, zweiten Mal gespielt habe, auch so 100% ich. Cultural Appropriation. Nein, die war einfach nur. Lucia war gleich Gwen. Ah, okay, so meinst du. Ja. Na gut. Und dann habe ich sie ein bisschen ausgearbeitet über die Jahre. Alles echt? Und das, was du jetzt hast, ist alles, was du daraus gemacht hast? Excuse me? Also es ist trotzdem noch schwer genug. Deswegen habe ich auch richtig Bock, mir eigentlich eine neue Figur irgendwie zu bauen. Die mir einfach ein bisschen näher liegt. Weil ich spiele zwar gerne so, ich spiele an Bord unseren Bootsmann. Und das ist ja eigentlich so ein Hau drauf, Mensch. Und ich persönlich bin nicht so Hau Das ist drauf. voll der Hau drauf, Mensch. Holy moly, ist die ein Hau drauf, Mensch. Ja, ich bin total gewalttätig und Das stark und sowieso. ich kann mich immer und überall mit allen anlegen. Du bist stark, Mädchen. Ja, denke ich. Und es ist halt einfach voll schwer, das zu spielen, wenn du nur zwischen Leuten rumhängst, die alle so 2 Meter groß sind und so eine Dave-Statur haben. Ja, Dave ist halt ein Bär, Mann. Dann ist es halt einfach nicht witzig, wenn man so eine unter 1,70 große Person ist und dann halt
versuchen möchte, dominant auszustrahlen. Ja, es ist voll süß, wenn sie das versucht. Und dann habe ich halt auch oft das Problem, dass die Leute gar nicht ausspielen, wenn ich sie verprügeln will. Ja. Ein großes Problem. Ja. Deswegen muss ich so ein bisschen überlegen. Ich habe Lust, mehr Quatsch zu machen. Mhm. Und einfach mehr so eine Richtung zu gehen, die mir eigener ist. Ja. Kann ich nachvollziehen. Bist du zufrieden so mit Rahim, wie du den spielst? Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich dadurch, dass ich, wenn ich Rahim gespielt habe, ja immer so geredet habe, wie ich jetzt auch rede, nie das richtig so gefühlt habe, dass ich gerade einen Charakter spiele, sondern es hat sich immer zu sehr OT angefühlt einfach. Deswegen habe ich ja jetzt seit der letzten Taverne angefangen, einfach ein bisschen Akzent in meine Stimme reinzupacken. Und ich muss sagen, bringt mir sehr viel. Also es hilft mir sehr viel zu spielen, meine Charakter raus. Mhm. Und ich mich dann nicht mehr so fühle wie Jam, sondern ich mich eher fühle wie Rahim. Und das tut mir sehr gut. Ich fand das so gut mit deinem Akzent. Mhm. Aber das macht mich wahnsinnig. Wieso? Weil das so mein ADHS-Ding, ja. Mein Main-ADHS-Ding. Jetzt kommt's. Sind meine Spiegelneuronen. Oh nein, ja. Dann fängst du natürlich auch an. Ich war den gesamten Abend, saß du da als Rahim. Ja. Und manchmal habe ich einfach in deinem Akzent geantwortet. Ja. Aber diese Spiegelneuronen, die aktivieren sich ja auch, wenn wir zum Beispiel auf der Grenzwacht sind. Und dann in der Tavernencrew, die redet ja auch so. Ja, oh, das ist so anstrengend. Ja. Also ich liebe das. Ich würde mir auch am liebsten so einen Akzent zulegen. Ja. Ja, mach das doch. Wer soll dich davon abhalten? Ah ja, am Ende hat die ganze Crew so einen Akzent. Und? Dann sind wir die sprachbehinderte Crew. Ja. Und? Was wollt ihr machen? Uns verklagen? Ich fände das gut, wenn wir einfach alle Leute aus ganz unterschiedlichen Regionen spielen. Mhm. Ganz unterschiedlicher Nationalitäten. Ja. Aber alle den gleichen Akzent haben. Weil, ja, doch. Also viele Akzente sind halt relativ einfach, aber ich glaube, der am einfachsten ist, ist der, den du auch machst. Mhm. Und der ist halt auch, der verlockt dazu, ja. Ihn zu imitieren. Ja, das stimmt. Ich meine, wir haben damit heute angefangen. True. Das geht mir alles ein bisschen zu langsam, deswegen mach ich es mir jetzt ein bisschen leichter. Gibst du ihm eine Augenklappe? Yarhar Fidelidi, wie man so gerne unter Piraten sagt. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Und ganz nach diesem Motto kommt hier die Augenklappe. Ah, ich sehe, du trägst eine Augenklappe. Bist du etwa ein Pirat? Auch ich bin ein Pirat. Uff. Uff. Dieser Typ einfach. Ja. Holy moly. Kriegen. Von welcher Show war das? Ich weiß es nicht. Da, also es gibt scheinbar so eine Dinner-Show, also so eine RTL, ich weiß nicht, RTL Pro 7, keine Ahnung was, wo sich halt Paare zum ersten Mal, also nicht Paare, sondern so Leute treffen, die halt so daten sollen und dann in dieses Restaurant kommen und sich da zum ersten Mal treffen und dann halt ne, die Frau gucken kann, ist das ein Gentleman, ist das so mein Typ, und er dann auch gucken kann, so ist die so mein, catch die mein Vibe, und wir kriegen halt wir haben dieses Video von dieser Show gesehen. Mit diesem weirden Typen, der so ganz unangenehm, Also so ganz. So ganz unangenehm. So ganz unangenehm geredet hat. Also. Dann weiß ich auch nicht, was da los war. Ja, das. Ich weiß auch nicht. Wie ich die Show kenne, musste er seinen Text auswendig lernen.
hat einfach ein Skript bekommen, musste das auswendig lernen und ist richtig bad im auswendig lernen. Ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es so ein Vera Entwehen-Ding und die Showmacher wissen, dass der irgendeine Einschränkung hat und haben den deswegen auch eingeladen, weil die halt wissen, oh, da können sich die Leute drüber lustig machen, was halt gar nicht cool ist. Oder das ist geskriptet. Das kann natürlich immer sein. Das ist im Fernsehen überhaupt nicht unüblich. So. Ja. Bei dem Vera-Entwehen-Ding waren die auch teilweise geskriptet. Ja, eben. Oder der Mann ist halt einfach so und... Wir sind einfach total gemein. Und wir sind total gemein, ja. Weil er nicht der, der heteronormativen Norm entspricht. Das hat jetzt wenig mit heteronormativ zu tun, aber ja. Ja, ich benutze das Wort gerne, weil ich das gelernt habe. Das klingt so schlau. Ja, das klingt immer so. Ach, du klingst so gebildet, mein Schatz. Danke. Ich weiß, was heteronormativ ist. ja. Was sagst du bis jetzt zu dem Bild? Ich habe das Gefühl, mit jeder weiteren Kapolge verrennst du dich mehr in Details. Ja, ne? So, die erste war viel kürzer, also da warst du viel schneller im Malen. In der zweiten habe ich mir schon so hinreißen lassen. Ich habe mich aber schon hinreißen lassen, dass du ja am Ende noch so, Schatz, wir müssen jetzt essen. Und ja. Und ich war so, nein, bitte nicht, bitte, lass mich noch ein bisschen malen, bitte. Bitte, bitte, du lässt mich nie malen, bitte. Bitte, ich weiß, dass du mich gleich wieder auspeitschen wirst. And basically all you do here is malen. Eben. Deswegen kann ich schon verstehen. Deswegen versuche ich gerade so mit Highlights hier ein bisschen einfach das anzudeuten, um das schneller fertig zu machen. Ja. Ist basically reicht basically. Basically reicht's? Ja, basically. Ups. Hier hätte ich gerne einfach noch eine andere Farbe. Das mit dem Krug ist sowieso nichts geworden, also. Funktioniert immer gut in der Kunst, einfach wegmachen. Was nicht passt, wird einfach weggemacht. War nie Plan, das auszuarbeiten. Nie. Ich so mit Hausarbeiten. Das hat nie zum Plan gehört. So, ja. Ist total irrelevant. Ja. Das sieht irgendwie aus, jetzt, als hätte er ein Lätzchen an. Ja, aber das hat so was Shakespeare-mäßiges mit dieser Shakespeare-Halskrause, oder? Ja, ja, stimmt. Sieht aus wie einer von den Pilgerfädern. Sonst würde er gleich einen Truthahn ziehen. Okay. Doch? Boah, den Truthahn sehe ich noch. Ja. Den Truthahn. Aber wie, also ich hätte jetzt eine Gänse gemalt, weil ich nicht weiß, wie Truthähne aussehen. Hässlich. Truthähne sind richtig hässlich. Das sind doch die mit diesen roten Säcken. Ja, die haben einfach diese Gobbel. Yo, oh, nee, oh. Oh, ganz, ganz, das geht gar nicht. Einfach Truthahn-Shaming. So. Was sind das denn die für Viecher? Die sind richtig hässlich. Nein, echt. Die sind richtig hässlich. Oh, shit. Also ich meine, die können, wenn sie echte, größere Tiere sind, sind die immer noch hässlich, aber ein bisschen imposanter. Eieieiei. Also ich habe jetzt leider nur ganz kurz gesehen, wie die Viecher aussehen. Aber I don't care. pass auf. Der hat jetzt in der Hand hier einfach so. Nee, die Finger müssen schon drüber sein, ne? Wenn er irgendwas festhält. Ja. Dann sollten die Finger drüber sein. Dann machen wir das. Dann gebe ich ihm ein
bisschen Hautfarbe. So. Mhm. Und hier, ich weiß jetzt nicht, wie die Truthähne aussehen. Deswegen male ich jetzt einfach irgendwas. Das ist mir aber gerade total egal. Nee, das nicht. Nein, so nicht. Nein, so nicht. Künstler, alle Künstler auf dieser Welt bleiben. Nein, so nicht. 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 Das reicht. Das wird super wild. Welche Farbe haben die nochmal? So braun waren die, ne? Ja. So. Die Farbe passt ja eigentlich schon ganz gut. Ja, wir geben denen noch so einen Dingston. Ah, perfektes Truthahnbraun. Ja. Ich denk mal. Die haben halt sehr viele Farben so in ihrem Gefieder. Ist mir egal, die sind jetzt braun. Eigentlich sind die nicht braun. Die sind eher so. So. Ich habe keine Ahnung, der Hals ist so eklig. Der besteht aus so viel Lappen. So. Die Leute essen sowas. Sie sieht aus wie eine Ente. Das würde aber auch zu Dave passen. Ja. So, ich habe einen Truthahn mitgebracht, Leute. Das ist eine Ente. Könnte sie auch einfach so ein X, so ein Kreuz in die Augen malen. Oh, so ein Dad? Ja. Aber ich wollte, was ich eigentlich machen wollte, war hier auch noch ein Auge hinzumalen. You know? Mhm. So ein Zack. Und die dann so schielen zu lassen. Das ist auch geil. Ja? Jetzt kommt natürlich noch der rote Sack. Es ist instant 300 mal mehr Truthahnmäßiger, mehr Truthahnmäßiger. Ja. Instant, nur durch den Sack. Das ist ein Gobbel-Gobbel-Sack. Das ist das Beste an deinen Bildern. Ich liebe das, wenn du so eine Sache richtig ausarbeitest, ja, und dann anfängst, im Hintergrund rumzududeln, irgend so eine Kacke, die dann nur so comic-mäßig darum lebt. Und ich lebe dafür. Die soll mit Truthahn. Ja, das sind deine Augenbrauen. Was ist das für ein Sound, Alter? Ich weiß es nicht. Ist es draußen so windig vielleicht? Es klingt, als ich glaube, es ist der Wind. Es klingt aber, es sieht aus wie sein Schädel, ne? Wie schreiende Geister, ja, klingt das. Ist so. Es klingt, als wenn einfach irgendwelche Zombie-Vampire, ja, unterwegs wären. Als würden hier Geister leben und die sind sehr unzufrieden mit diesem Truthahn. Ich kann nichts dafür. Alter, das klingt so creepy. Das klingt so creepy. Vielleicht sind es auch wieder nur illegale Autorennen auf der Autobahn. Ich hoffe es. Uff. So, ich glaube, ich belasse es dabei. Was sagst du? Ich liebe es. Das ist wunderschön. Wir sollten uns die ganzen Bilder mal drucken lassen und in der Wohnung überall aufhängen. Ich finde, das wäre richtig gut. Ich finde das gut. Das ist auch immer der gleiche Sound, der von draußen kommt. Ja. Oh mein Gott, das sind wirklich Geister. Ist so.
Geister. 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 Toastbrot. Weißbrot. Weißbrot. Direkt Schluss machen. Direkt Schluss machen. Ja. Ich bin ehrlich, wenn du SpongeBob falsch zitierst, bin ich immer kurz davor, Schluss zu machen. Aber wenn du SpongeBob falsch zitierst, dann ist es okay. Dann muss ich mich fragen, ob du einen Hirnschaden hast. Ja, ist so. Wir waren heute schon im Krankenhaus, nicht nochmal. Wie chill und happy der einfach aussieht. Wer hat dieses Huhn gerade um sein Leben kämpft? Was habe ich schon wieder gemalt? Das ist ja furchtbar. Und dieser Huhn sieht aus wie so ein Hexenhut einfach. Das sieht ganz schlimm aus. Kotz. Nein. Einfach nee. Einfach nein. Hallo Dave, du wolltest zwar, dass wir unseren Jolly Roger mal malen, aber wir haben dich gemalt. Mit einem Truthahn. mit einem Truthahn, ja. Er wird sich freuen. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, der fühlt sich auch manchmal so, als würde er so Kinder babysitten müssen. Wieso? Ich glaube, das ist einfach so, wenn du so eine Anführerrolle übernimmst im LARP. Ja. Dass du eigentlich die ganze Zeit nur versuchen musst, dass sich die Kinder nicht gegenseitig die Köpfe einhauen. Ja, doch. Das kann gut sein. Weißt du, was geil wäre? Was denn? Wenn sein Kopf unter dem Hut genau die gleiche Form hätte. Ja, nee, das werde ich jetzt nicht malen. Spießer. Aber wenn wer das sehen möchte, gerne Bescheid sagen. Ich mache ein Patreon auf und dann bezahlt ihr extra, um zu sehen, wie es unter diesem Hut aussieht. Das kriegen dann nur die extra bezahlen, weißt du? Ja. Dann können wir ein Geschäft draus machen. Das finde ich gut. Ja. Bezahlt den Mann für seine Arbeit. Dann kriegt ihr hier so. Hochqualitative Dinge zu sehen. Kriegt ihr qualitative Dinge. The fuck, Alter. Ja, eigentlich wollte ich hochqualitative Sachen sagen, aber das Hoch ist mir so im Halse stecken geblieben. Ja, das ist bei dem Bild, glaube ich, völlig verständlich. Uff. Ne? Wenn du dir nur sein Auge anguckst, dann sieht er einfach so aus, so dead inside. Ja, true. Der sieht nicht gesund aus. Ich weiß nicht, was da los ist, aber... Vielleicht muss er deswegen das Huhn erwürgen, damit er endlich nochmal was fühlt. Manchmal erwürge ich in meiner Freizeit Hühner. Einfach nur, um etwas zu fühlen. Irgendwas. Ja, egal. Ohren sind auch immer... Wenn ihr die Ohren nicht malen könnt, habe ich einen richtig geilen Trick für euch übrigens. Mach die Haare drüber. War so klar. Billiger Trick. Funktioniert in 10 von 10 Fällen. Also 8 von 9 Dr. Oetkers empfehlen diesen Trick. Genau, und dann könnt ihr hier so unter der Haut vielleicht noch so... Also unter den Haaren noch andeuten, dass da mal ein Ohr war. Dass da mal ein Ohr war. In alten Geschichten erzählt man sich noch davon. Damals, als die Menschen noch Ohren hatten. Ja. Das sieht gleich viel professioneller aus. Perfekt. Easy. Ja, ich belasse es dabei. Deine Werke werden auch von Kapolge zu Kapolge besser. Finde ich auch. Das ist Progress, Leute. Ja. Progress. Cool. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ja, den hatte ich. Hattest du Spaß? Ich hatte Spaß. Hatten Sie Spaß? Ich hatte Spaß. Hatten Sie Spaß? Ich hatte Spaß. Haben Sie etwas gelernt dabei beim Spaß haben? Ich habe vieles gelernt. Das Truthähne echt eklig aussehen. Ich weiß nicht, was du meinst. Also, das ist ein Hühnchen, ne? Wenn Ihnen diese Kapolge gefallen hat, machen Sie Daumen oder Herz, je nach Format. Ja, und wer von euch auf Drachenfest ist, kommt uns besuchen. Kommt uns besuchen. Rahim zeichnet euch mit einem Truthahn in die Hand. Aber nur für Kupfer. Nur für Kupfer. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Bye, bye.